So, Herr Kommissar, ich darf vielleicht mal kurz vorstellen. Das ist Hauptwachtmeister Schulz. Finke. Tag. Erstmal guten Tag. Tag. Wir haben alles bereitgelegt, Herr Kommissar. Das Rad ist sichergestellt, der PKW auch unten im Keller in der Schießhalle. Ja, wir sind ein bisschen beengt hier. Ja, ja, danke. Sag mal, kann man hier einen Kaffee kriegen? Einen auf die Schnelle? Wir haben jetzt eine Kaffeemaschine hier, seit voriger Woche. Nach Dutzenden von Anträgen nun, tatsächlich. Er ist sowieso gleich fertig. Ja, danke. Sie auch? Nein, nein, ist ziemlich ärmlich, so ein Zwei-Mann-Posten. Alles voriges Jahrhundert. Aber wir haben noch ein Nebenzimmer für Sie. So ist das nicht. Am besten, ich zeig's Ihnen gleich mal. Wenn Sie rauskommen, ist gleich links. Natürlich noch ein bisschen aufgeräumt. Bitte schön. Danke. Hm. Guter Kaffee. Ja, dann werden wir mal. Was machen wir denn jetzt? Den Tatort besichtigen. Verzeihen Sie, Herr Kommissar, aber es scheint mir sehr wichtig. Dass wir wissen, wo wir schlafen, ja. Was empfiehlt sich denn da? Ja, hier in Sieverstedt kommt eigentlich nur der Krug in Frage. Soll ich für Sie mal... Nein, nein, danke, das macht mein Kollege. Ja, Sie gehen jetzt zum Krug, zwei Zimmer mit Bad, wenn's geht. Ja. Und dann kann man da auch essen in diesem Krug? Ja, ja, sehr gut sogar. Na, dann warten Sie auf mich, wir essen zusammen. Ich komme dann nach, wo er kommt.